So, dann gehen wir mal weiter gucken, was das denn jetzt zu tun gibt. Nachdem wir gerade erfahren haben, dass. Ist ein Dataslate? Ist das denn? Eine Battle Map. The Battle Barge Maps as a Center of Operations. Bla. Okay, die Battle Barge Karte dient als Zentrum für Operationen. Ah, und dann können wir uns quasi hier den Planeten aussuchen, auf dem wir spielen. Und in Game Modes haben wir Campaign, also Kampagne, Operations und Eternal War. Ich meine, Eternal War ist PvP. Ja, das ist PvP. Alles klar, Quick Match, Seize Ground, Capture Control Annihilation. Okay, da gucken wir später mal rein. Und Operations ist PvE. Okay, also das wäre quasi ein PvE-Modus. Also ein kooperativer PvE-Modus nach der Kampagne. Ha, cool. Oder ist zumindest empfohlen, nach der Kampagne das zu machen. Wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Ja, dann machen wir doch erstmal weiter auf Kadaku. Skyfire. Was ist das denn? Oh, ist das Skyfire. Okay, Progress of the current mission will be lost. Nein. Wir möchten den Fortschritt nicht verlieren. Dann gehen wir erstmal da. Dreadnought! Redemptor Dreadnought, Primaris-Typ mit Assault Cannon. Und Flammenwerfer. Yep. Nice. Ah. Ja, und Doppelsturmbolter. Auch nicht schlecht. Ja, also Redemptor Dreadnought sind so coole Geräte. Also da könnte ich auch noch mehrere von haben. Wenn ich nicht für den einen, den ich habe, irgendwie anderthalb Wochen gebraucht hätte, um den zu bemalen. Deswegen lasse ich das lieber sein. Außerdem habe ich Tyranniden. 1000 Punkte Tyranniden unbemalt rumliegen. Weil, warum auch nicht? Lieutenant, I was informed you arrived of Lord Kalgar. Did you fight with him on Vigilus? I've read through those battle reports more than 100 times. A masterful defense. My duty kept me busy elsewhere. You have an unusual service record. That is my good fortune. Manios Kalgar, der Chapter Master der Ultramarines. Captain, get over here. Captain, I have the Mechanicus on Vox. They can wait. This is Nozick Beta 12, the Mechanicus Archmagos. He should have been aboard this ship an hour ago, but he refuses to leave Kadaku without some data from his lab. He's currently in this Imperial Guard base. His facility is here. The enemy is closing in. That base will be overrun imminently. Nozick is a high-value asset. Get that data and get him out. The mining facility. If we rupture the staging tanks, direct the flow into the valley, we can ignite the fields around the base. Boil them in Promethium. I'll give you command of a small team to hit the staging tanks. Three men, that's all I can spare. Brief them immediately. Yes, Captain. Promethium ist Flammenwerferbenzin. Retrieve Mechanicus data. We are Astartes. Titus Delirium, make ready to depart. Standing by. Ja, wir sind zwar Marines, aber die Sachen vom Mechanicus sind meistens relativ wichtig. Well, well. Lieutenant Titus. We are told you have need of us, brother. My squad must recover data from a Mechanicus research facility in Sector 41A. A large enemy swarm threatens to overrun both that facility and an Imperial Guard base to its east. You will sabotage a Promethium refinery to delay their advance. We will not fail you, Lieutenant. Let us burn the Xenos filth. Time is short.
I will brief you on descent. Brother, Magos Kallio wishes to see you in the armory. Noted. Okay, der Linke, der hatte eine Gravis-Rüstung an, das ist eine schwere Rüstung, der Rechte hatte eine Vanguard-Rüstung an. Phobos? Phobos-Armor? Ja, ziemlich nice. Und die... Ah, krieg ich einen Flammenwerfer? Oh boy, das sind eine Menge Tech Priests. Cool ist das denn? You requested my presence. How are you acclimating to your new status? I have no complaints. Intriguing. Predictions would determine a 0.9 probability that you would. I have pressing duties, Magos. Very well. Engage the armory terminal. I will see that you are suitably equipped for your mission. Oh ja. Indicate your desired war gear, and the armoring station will handle the outfitting procedure. Though much has changed since we last met, all this will remain familiar to you. The Omnisire blessed us with clear sightedness from the beginning. We offer blessings to this machine, that it may serve you just as it serves him. Blessed be the Omnisire. Okay, also, hier können wir Waffen-Loadouts erstellen, so wie es aussieht. Primärwaffe, Sekundärwaffe und Nahkampf. Und über die Fähigkeit. Also Righteous Fury war das, wo wir in den letzten Videos mit rumgerannt sind. Naja, mit diesem Buff, mit diesem gelben Effekt auf dem Bildschirm. Und dann gucken wir doch mal hier. Standard Issue Bolter. Switch Weapons. Auto Bolt. Melta Rifle. Okay. Also wir haben unseren Standard Bolter. Das Auto Bolt Rifle. Das ist das normale Bolt Rifle. Das ist der ganz normale Bolter. Dann haben wir den Auto Bolter. Das ist das Schnellfeuerding. Dann haben wir einen Melta Rifle. Melta ist ein Föhn auf Steroiden im Prinzip. Der schmilzt sich durch gepanzerte Ziele durch. Oculus Bolt Carbine. Das ist wahrscheinlich. Er ist auch von der Vanguard. Also so ein bisschen MP-mäßig. Okay, das ist ein MP mit Visier. MP ohne Visier, mit Vordergriff. Was schauen wir denn hier noch frei? Mit Burstfire. Dann ist das der Single Shot, also der Einzelschuss mit der großen Vergrößerung. Halbautomatisch. Hohe Feuerrate. Oh. Schweres Boltgewehr? Gut, oh, Plasma. Und Sniper Rifle. Okay, da kommt noch einiges Schönes. Und ich würde jetzt, glaube ich, das Auto-Boat-Rifle bevorzugen, weil ich nicht weiß. Ne, den Melta lassen wir erstmal. Wir nehmen das Auto-Boat-Rifle mit. Als Sekundär haben wir die Bolt-Pistole. Wir haben eine Plasma-Pistole und wir haben eine Heavy-Bolt-Pistole. Also eine schwere Bolt-Pistole. Ich nehme die Plasma-Pistole definitiv mit. Ja, die nehmen wir. Und was haben wir denn als Nahkampf? Wir haben das Kettenschwert. Wir haben dieses Messer. Dann kriegen wir irgendwann einen zweihändigen Hammer und wir kriegen das Energieschwert. Ha! So, jetzt die Frage. Ich glaube, ich hatte ja gesagt, dass das Messer ein bisschen geringe Reichweite hat, deswegen nehmen wir das Kettenschwert wieder mit. Oh, Appearance? Wir können das aussehen auch noch. Oh ja, ey. Yes. Okay, dann gucken wir uns mal, kann ich das noch verändern? Okay, also ich habe hier
Ich habe ja vorbestellt und ich habe ja noch so einen schönen DLC. Ja, wenn wir hier gucken, na, kriegen wir einen anderen Schulterpanzer. Das ist ein Veteran. Ist das ein Terminator? Sie müssen aus dem Terminator Pordon. Also Schulterpanzer. Das Kennschwert sieht anders aus. Der Bolter sieht anders aus. Ja, genau. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Eine Crux Terminatus. Von MacRex Chosen. Sweet. Sehr schön, sehr schön. Okay. The war gear selection seems incomplete. Why? Very well. My thanks, Magos. Galio will suffice. We know each other well enough for that. Oh. Jetzt bin ich schon auf Vornamenbasis. Was rumpelt denn da? Fliegender Wechsel. Chaplains sind nochmal ein ganz anderes Kaliber. Okay, die nächste Operation benötigt die kombinierten, die Englisch on the fly auf Deutsch übersetzen. Also zwei Teams arbeiten zusammen. Ein Combat Squad von Space Marines wird für mich quasi für Ablenkung sorgen. Ah, und deren Geschichte können wir dann im Operations-Modus in der Inferno-Mission. Alles klar. Da kriegen wir quasi dann die andere Seite der Geschichte erzählt. Sehr cool, sehr cool. Ah, auf geht's. Thunderhawk hätte ich ja so gerne als Bausatz, ne? Ich bin halt arm. Okay. Die Adeptus Mechanicus Einrichtung erreichen und den Nozick oder die Daten von dem rausholen. Alles klar. Auf Klenda Al-Kadako. Protects. Habe mich jetzt ein bisschen sehr gestört, dass ich jetzt in der Cutscene nicht den richtigen Schulterpanzer hatte.
So, wo ist denn meine Plasma-Pistole? Yes! Blumenbunchen. Oh. Ja, das, genau das habe ich mich gerade auch gefragt. Das klingt groß. Es könnte sein ein Lictor, es könnte sein ein Carnifex, es könnte ein Haruspex. This is the work of a Lictor. Two of our brothers have fallen in battle. Send an apothecary. Received. We shall honor them, Brother Sergeant. Ach da. Wer ist das? Sieht aus wie von einem Lictor. Ah. Ja, wenn er das sagt, wird das stimmen. Hurra. So, komm raus. Oh. Bin mal gespannt, ob die Plasma-Pistole mir auch in der Hand explodieren kann. Das sah danach aus. Oh no, nur aufpassen. Oh. Schreddern. Ja. Alter, was geht? Nein. Wo kam das Kiff denn jetzt auf einmal her? So. Wo kommt das her? Junge. So. Ich mag so Giftzeug gar nicht. Egal in welchem Spiel. Dark Souls, Elden Ring und so was. Die ganzen Giftsümpfe. Nee. So. Tack, 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 tack. Oh, der lebt ja noch. Aber nicht mehr lange. Es wird nicht langweilig. So, wo geht er weiter hier? Oder was? Ah, da! Schniep, schnapp, Korb ab. Ah. Wo? Da lang? Und dann wieder. Nee, da lang. Okay. Ah, wieder. Fleischblumen. Fleischpflanzerl. Oh, das ist ein großer Dropbot. Okay. Toter Bruder. Guardian Relic. Ah, okay, das sind quasi so Selbstheilungssteine, wenn du stirbst. Also wenn du hier so incapacitated wirst, dass du dich dann selber wiederholen kannst. Gar nicht mal so doof. Brauchen wir so ein paar Heilspritzen hier. Oha, da geht es schon weiter. Zack, 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 zack. Da kann sogar zoomen. Slap. So, so weiter. Einfach aus Hüfte. Komm. Und... Da ist ja der hier. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den parieren soll. So, haben wir jetzt alles? Alter! Die Granaten dabei. Friss. Meine Güte. Gott.
So. Will ich das Boat Rifle? Nein, das Boat Rifle will ich nicht. Du gehst mir auf den Sack da oben. Jetzt müssen wir da... Es war nur ein Stück Holz. Wollt ihr mich verarschen? Oh shit. Ein Rhino? Was macht ein Rhino hier? Ah, Sims. Herrlich. Sehr, sehr gut. Und ein Dark Slate. Ja. Okay. Der Headshot mit der Plasma-Pistole. Der haut irgendwie ein bisschen mehr rein. So, wo sind denn meine Brudis? Lichmanns Hans Hu hier. Nicht gerade. Was ist das? Okay, Steko. So, haben wir hier schönes Stalker Boat Rifle. Stalker Boat Rifle oder ein Zeug. Nein. Ach, alles nichts, was ich gerade möchte. Ich muss gerade sagen, Pistole und Kettenschwert ist irgendwie die. Ach du Warum habe ich so eine Granate geschmissen? So. Was sind das für. Was sind das für Sniperkäfer? Autsch. Oh, direkt noch einer. Geht doch. Autsch. Können die Schüsse mich vergiften? Was war das? Hätte er geschossen. Okay, aber ich kann... Kann ich meine Leute... Oh, nee, also ich kann sie nicht direkt befehlen. Ich kann nur pingen. Okay. Oh, Combat Knife? Nee, brauche ich nicht. So. Gehen wir da oben nochmal gucken. Das ist auch eine Krankheit von mir. Ich kann nicht immer den Weg... Oder ich darf... Ich kann einfach nicht den Weg nehmen. Den wir nehmen sollen. Weil ich muss immer erstmal andere Wege abchecken, weil da könnte ja was sein. Was ich dann aufsammle und was ich dann nicht benutze, weil das könnte ich ja später irgendwann benutzen. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Gut, aber würde ich sagen, bevor wir uns da gleich durch den Stein kloppen, machen wir hier einen Cut. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Adios.